Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Gesundheit. Gesundheit. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen. Also Kimschki, Gipschki. Hilfe, ich werde von der Bitch verfolgt. Nicht. Ich töte. Das war Steve. Du hast geklaut. Du hast geklaut. Und der gute alte Pepsi-Zahl. Mann, fick dich. Alter, klaut, du Arsch. Season weiter. Und ja, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben. Was habt ihr alle gemacht letztes Mal? Haus gebaut. Haus gebaut. Also Höhle gebaut. Seit 5 Folgen. Ja, ich auch. Okay. Gut, wir haben alle unsere Häuser gebaut. Ich muss auch noch weiterbauen. Also Spannendes passiert. Ja, und damit würde ich sagen, geht's weiter. Ich habe vor, mein Untergeschoss noch ein bisschen auszubauen. Also, was geklaut? Spektakulär. Was habt ihr denn so vor? Habt ihr schon eine Ahnung? Na, ich werde erstmal mein Haus noch vergrößern, weil ich unten in einer Höhle baue, also eine Mähnehöhle gebaut habe, besser gesagt. Ich will mein Schwert wieder. Ja, okay, nur wenn du mir Sachen wieder gibst. Wie sieht's bei den anderen so aus? Ich hab nichts von dir. Du hast mein Fleisch auch. Wie ihr schon hört, Steve und Willi lieben sich wie immer. Ja, die hören halt nicht mal zu. Ja. Als ob du 60 Eisen hättest, als ob. Ja. Die sind von mir, Steve. Die sind von mir. Vor allem, du hast nicht mal Leben. Ich hab Leben gesammelt erst vor kurzem. Der Steve hat mich eben beklaut. Mann, heul doch. Ja, mach ich ja auch gerade. Ja, aber heul leise. Die Backen. Steve beklaut so, wieder Steve, Leute. Was machst du denn so Schönes? Was sagst du? Was macht denn Kimschki so Schönes? Nur mein Eisen. Mein Haus bauen. Achso, scheiße. Ich glaube, wir bauen alle unsere Häuser gerade. So ziemlich. Warte, hier. Außer dass Willi sich mit Steve bekriegt, weil Steve ihn beklaut und... Ich wusste, du hast mein Eisen geklaut, du Spast! Ich hab dein Eisen nicht geklaut, Mann. Ich bin bei dir gespawnt, weil wir zusammen ins Bett gegangen sind. Oh, okay. Das hast du das jetzt so formuliert? Ja. Hätte er wohl gerne. Ole, 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 ole. Okay, du hast eine Macke? Nee. Doch, Steve, die hast du. Ah, die haben wir alle ein bisschen. Nein. Doch. Ich hab mich nicht ganz so hundertprozentig entschieden, wo ich mein Haus hinbaue. Na, bei mir, gleich nebenan. Ich glaube nicht. Ich bin der beste Nachbar, den es gibt? Nein. Nein. Natürlich. Nein. Nein. Als ob, ihr wisst gar nicht, wie es ist, mit mir zusammen zu wohnen. Doch. Du hast dir komische Haustiere angeschafft. Sehr komische. Ja. Es sind keine komischen Haustiere. Doch. Stimmt, es gibt sehr viele Haustiere in Deutschland. Hä? Als ob? Jeder zweite hat sowas. Für die es nicht wissen. Ja, ungewollt. Hä? Ja, kommt hin. Warte, wir reden aber nicht von Kindern, oder? Nein. Das laberst du. Das ist doch fast dasselbe, frisst einem die Haare vom Kopf. Ja, doch. Also ja, für die es nicht wissen, mit, Willi hat jetzt Scham. Freiwillig. Ja, Madagaskar. Nee, Aha. Madagaskar, Argentinien ist für Willi alles dasselbe. Ja, genau, ist auch so. Okay, Willi. Ich brauche eine neue Schaufel. Geografie 6 setzen. Ich brauche auch eine neue Schaufel. Alter Steve, hast du echt alles weggelootet? Wo denn? Ja, aus meinen Kisten, da ist nichts drin. Alles leer. Ich hasse dich. Ich hab bald keine Spitzhacken mehr. Okay. So, mit den restlichen Dias, die ich jetzt habe. Ich habe eine Spitzhacke, ein Schwert für mich hergestellt. Die restlichen Dias nehme ich, um euch Dias-Spitzhacken zu machen. Wäre das in Ordnung für euch? Ja. Nö. Okay, so. Drei Leute. Wenn ich ein Dia von euch bekomme, kann ich noch eine dritte machen. Also drei kann ich machen. Bei einer fehlt mir noch ein Dia. Ja, ich muss dann erstmal auf Höhlen Erkundungstour gehen.
Ich geh ein bisschen raus. Ja, vielleicht finde ich ja auch nochmal einen, André. Ich meinte jetzt nur, wenn ihr einen habt, könnt ihr mir den geben, dann mache ich euch auch noch eine Bierspitzhacke, weil ich bis jetzt nur drei herstellen kann. Das meinte ich ja nur. Also wenn mir einer auch einen Dia gibt, kann ich, hat jeder eine Dia-Spitzhacke schon mal. Ja, ganz entspannt. Ja, ich hatte 16 Dias letzte Folge gefunden. Also in einer der letzten Folgen. Wieso? Weil ich Höhlen erkunden. Ja. Weil ich Kohle und alles brauchte. Und da war ich dann ein bisschen farmen gegangen. Ah. Lol, okay. Meine Höhle ist auch noch nicht komplett ausgefarmt. Da müssten noch ein paar Dias und so alles rumliegen. Muss ich mal noch weiter durchsuchen. Oh, ich hab ein kleines Loch gefunden. Ist hier Kimchi Baum? Meinst du was nicht? Nee, das war der Aussichtspunkt, war. Wenn du über mir bist, dann ist es mein Aussichtsturm. Ja, ich glaube, ich habe den Aussichtsturm gefunden. Ja, da müsste hier irgendwo eine. Kimchi hier auch irgendwo in der Nähe wohnt. Da muss. Wenn du runter guckst, unten auf dem Boden müsste irgendwo eine Falltür sein, dann ist der Aussichtsturm. Geht schon mir die Sonne unter oder was? Hast du Angst im Dunkeln, Willi? Ah, ne, beim Aussichtsturm sind die Leitern ja letztes Mal kaputt gegangen noch. Ich hab ein paar Leitern. Ja, ich hab auch welche, die sind ja echt schwer herzustellen. Ich glaube zwei Leiter aber so fehlen. Kurze Frage. Wenn man Erde platziert. Ja. Wie kann man wieder Gras drüber wachsen lassen? Mit Knochenmehl. Wächst von alleine. Wenn du drauf springst. Entweder Knochenmehl oder es wächst von alleine. Okay. Okay. Was soll ich da schon machen? Was los? Alles klar. Ist schon gut. Da hinten. Wer ist hier lang gelaufen? Hier ist eine Fackel. Der Pedohase. Ja, hier ist so ein Höhleneingang und hat einer eine Fackel gesetzt. Dann war da jemand von uns? Sagst du. Wo bist du? Ja, sag ich. In meinem jugendlichen Wahnsinn. Willi, das ist die Frage, wo du bist. Wenn du jetzt in der Nähe von meinem Wachturm bist, dann ist es meine Höhle, da wo ich farmen war. Da sind ganz viele Fackeln platziert, weil ich bis ganz unten irgendwo war. Ja, ich sehe es gerade hier. Ich guck mich mal hier oben. Da ist noch ordentlich viel Zeug auf jeden Fall. Also wenn ich Erlaubnis habe, darf ich hier ein paar Sachen abbauen, also Kohle oder Eisen oder sowas halt. Ja, klar. Okay. Nö. Ich will nur fragen, nicht dass du meine Besitzansprüche hier irgendwie. Na. Du hast keine Besitzansprüche. Nein, auch nicht ich. Wie gesagt, die Hälfte gehört mir. Von allem, was du farmst. Ja, genau. Die Hälfte von allem, was du farmst, da krieg ich. Das kriegt doch fair. Darf ich mit dir handeln? Klar doch. Zum Beispiel ich töte André und dafür kriege ich einen Rabatt. Warum will ich André, brauche ich nicht mal tot sehen. Das bringt ja nichts. Aber lustig. Ja. Aber er kann sich auch selbst in den Tod stürzen. Jetzt reden wir ja wieder über den Tod. Zum Tod lachen. Ja, André hat mich ja ermordet. Hab ich gar nicht. Steve hat dich ermordet in der Folge bis jetzt. Nee, ich hab ihn ermordet. Ach so, das ja, da. Er hat aber geklaut. Ja. Ich klau dir das mein. Du kannst mir gerne meine Eier mal klauen. Auf jeden Fall muss ich auch bald in die Höhlen und einen Zaubertisch herstellen und dann unbedingt Leder farmen. Ich muss unbedingt eine Kuhfarm machen. Also André, Eier sind sowas, was Männer haben, also das, was du nicht hast. Ja, du hast keine. Ich hab damit kein Problem. Ja, ja. Ihr wisst. Du weißt so einiges nicht über mich. Ich will auch einiges über dich nicht wissen. Bist du sicher? Ja. Ich weiß genau, dass du nachts immer sagst, so, yo, ich würde mal gerne
Okay, ist gut. Es macht mir Angst, woher weiß, was ich nachts mache, wenn ich nachts mehr Bett liege. Willi, wir können gerne annehmen, du kriegst einen Rabatt, wenn du mir hilfst, meine Höhle weiter auszubauen. Erst, dass ich einen Creeper umgebracht habe, der vor meiner Tür steht. Der gerade vor mir wegrennt. Leute, ich hab einen Creeper, der rennt vor mir weg. Okay, das ist merkwürdig. Der Creeper will mich nicht umbringen, er rennt. Zum Fürsten. Ja. Ich muss erstmal wissen, wo du bist. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Ich bin immer noch rot. Rot. Ja. Du bist am anderen Ende, wo ich bin. Auch gut. Dann bist du nicht in meiner Höhle, wenn du da irgendwo eine Höhle gefunden hast. Ja, das war dann meine alte Höhle, war das. Das kann gut sein. Ja, ich hab's gerade gesehen, das war meiner. Ich komme gleich zu dir rüber, okay? Nö, alles gut. Ich fahr mir eh, baue hier eben nur ab. Das schaffe ich auch alleine. Ja, ich wollte. Das dauert nur ein bisschen. Ich würde dir aber gerne helfen. Ah, nee, aber du kannst vorbeikommen, so. Dir deine Spitzhacke schon mal abholen. Und die anderen, die auch eine Spitzhacke haben wollen, können auch vorbeikommen und sich eine holen. Das könnt ihr schon mal machen. Okay. Dann habe ich einen Inventarplatz frei wieder. Ich suche hier gerade Holz. Wo ist denn mein Holz hin? Ach, da. Willi und sein Holz? Ja. Ja, ich brauche Stickies. Ich und mein gebratener Lachs. Nein, Willi und sein Holz. Lachs mit Ei. Gibt's heute lecker, Lachs mit Ei. Ich GG. Ich brauch mal meine Eisen. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich habe aus Versehen 5 Türen hergestellt. Was bei dir? Ich bin Iron Man. Warum bist du Iron Man? Also Zauntor. Auch gut. Wofür brauchst du so viele Zauntüre? Ich hätte wir lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja. Kannst mir eins mitbringen, wenn du dir eine Spitzhacke abholen kaufst? Kann ich gebrauchen. Kann ich machen. Weil ich will mir auch irgendwann Kühe farmen für Leder. Um Bücherregale herzustellen, brauche ich die ja dann. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen umstrukturieren hier. Habe ich Essen noch im Inventar? Ich muss auch bald mal wieder farmen gehen, scheinbar. Ich habe kein Essen, bald kein Essen mehr. Ach, du bist da oben. Wer ist wo oben? Du bist oben. Nee, ich bin unten. Ich bin rot. Ich sehe jemand rosanen. Das ist André. Ja, nee, zu dem möchte ich nicht. Warum das denn? Ist eine Belastung. Weil es eine Belastung ist, zu dir zu gehen. Du bist eine Belastung. Deine Existenz ist eine einzige Belastung. Nein, eine Bereicherung. Für wen? Für Mitmenschen, die mich mögen. Na, es gibt ja keine Menschen, die dich mögen. Doch, gibt es. Na, deine Eltern, deine Mutter zählt dich. Nicht bei dir. Außerdem, ohne mich wäre Buddymans viel langweiliger. Nein. Ihr hättet keinen, über den ihr euch aufregen könnt, keinen, den ihr mobben könntet. Doch. Willi. Doch. Das wäre ich dann. Kein Willi mobben kann. Na, du mobbst mich ja nicht, ich lach eher über dich. Jeder mobbt dich, Willi. Ich lach dich eher aus. Du bist der macht den Wein. Scheiß Spinne. Also die hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Ein kleines bisschen. Bisschen? Ja, ein kleines bisschen. Ich sehe Gifty irgendwo neben mir. Ich bin ein kleiner Enderman zu Hause. Neben mir? Wie kann ich neben dir sein? Also ich bin irgendwie neben dir. Ich bin hinter einer massiven Wand irgendwie. Ja, ich wie gesagt. Zu dir durch. Nein! Du krebst sonst in meine Höhle noch rein.
Bin gleich da. Okay, wenn ich jetzt geschickt anstelle, habe ich gleich einen Schaf schon gefangen. Ich habe sogar Kohle hier gefunden, lol. Ja, hier ist eine Menge Kohle und alles. Kurze Frage, meint ihr, es macht mehr Sinn, die Tiere getrennt zu halten oder einzeln? Du hast gerade beide... Das ist das Gleiche. Zusammen? Ja. Zusammen oder... Ja, ich wollte auch gerade sagen, hast du nicht gerade beides das Gleiche nämlich gesagt? Du hast erst gefragt, einzeln oder... Getrennt. Ey, das wird nichts. Okay, Steve sagt, getrennt macht mehr Sinn. Na, ist einfacher dann 4 Farmen, wenn du welche rausfahren musst. Ey, wie viel Kohle ist denn hier, Mann? Sehr viel. Ich bin doch froh. Hast erst echt gut abgegriffen hier, Gifty. Ja, deswegen ja. Echt begeistert. Ich muss jetzt nur gerade gucken. Die Kohle nimmt überhaupt gar kein Ende. Genau, hier ist das okay, Ende also von meinem Haus. Nochmal abreißen hier. Nochmal abreißen oder warum? Ja, ich hatte mir schon einen Stein gebaut, aber halt einen großen. Achso, für alle zusammen sozusagen. Genau. Ja, Willi, pass auf, dass du nicht in mein Haus reingräbst. Ich versuch's. Also ich bin hier irgendwo in einem dunklen Raum jetzt gerade. Aber ich brauche ja nur maximal... Ich bin genau neben vor dir. Zwei Tiere drin. Ja, in der Höhle. Und ich weiß. Deswegen meine ich ja, pass auf, dass du dich jetzt nicht in meine Höhle rein, in mein Haus reingräbst, sozusagen. Ich muss mal gucken, wo dein Haus jetzt hier ist überhaupt. Du machst gerade... Pass auf, dass du die Leiter nicht kaputt machst, die hier runterführt, bitte. Hier gibt's eine Säule mit Leitern. Ey, wo du bist. Ich bin genau unter dir hier. Also wo... Unter mir. Hier. Okay, du siehst mich aber, wa? Ja, warte, ich bin gleich da. Hi. Genau, also hier. Gut. Taschen. Hier wohne ich. Nice. Ich baue gerade hier alles ab, nämlich. Mhm. Und bis hierhin wird meine Höhle gehen. Bis hierhin. Wem gehört das Baumhaus? Ja. Ich meine das andere Baumhaus. Das ist cool. Der Wachturm, der über mein Haus liegt. Den ich baue. Wo baut André? In dem Berg. In den Berg. Ja, André baut in den Berg rein und ich baue eine Höhle aus. Du weißt, dass komplett du einen Creeper hast, wa? Hier ist eine Höhle, Willi. Das ist ein Höhleneingang hier weiter. Den mache ich gleich zu. In der Nähe vom Office. Ja, der wird gleich zu. Hier wird alles zugemacht, Willi. Von hier aus. Ja, Steve. Willi, okay. Danke, von, danke. Willi, hier wo ich gerade stehe, hier wird alles zugebaut. Weil alles klar, gut. Die Größe reicht mir für meine Behausung. Alles klar. Gut, dann. Ja. Bau hinter dir nochmal. Ja, bau hinter dir dann zu, wenn du da rausgehst. Ja, mach ich. Und pass auf, dass du wie gesagt nicht reingräbst. Fuck. Hm. Das war zu hoch. Das ist die Höhe. Ich glaube, ich bin besoffen. Egal. Was wollte ich denn jetzt hier nochmal? Achso, ich wollte dir die Spitzhacke geben. Gebaut. Genau, deswegen warst du ja hierher gekommen. Ja, genau, ich habe mich eben gewundert, warum ich nochmal da war. Ja, Nummer 1 abgeliefert. Dankeschön. So, ich gehe wieder dann, wa? Ja. Du kannst entweder da raus, oder du kannst auch aus meinem Eingang raus, wenn du willst. Ich mach dir hier alles zu erstmal. Okay.
So, mein Haus nimmt immer mehr Form an. Nice. Achtest du auf die Zeit eigentlich? Hast du eigentlich auf die Zeit geachtet? Okay. Selbstverständlich. Deswegen frage ich vorsichtshalber. Weil das immer so selbstverständlich bei dir ist. Bei Andreas ist nie selbstverständlich. Ich bin doch nicht Willi. Hä? Als ob! Erzähl nicht. Kacke. Du bist Kacke, Alter. Alter. Aber Leute, damit verabschieden wir uns für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ciao.